Warum Klimaschutz? Was ist deine Motivation? Also als Mama von zwei Kindern sollte das eigentlich Motivation genug sein, finde ich, dass wir denen, die danach uns noch kommen, eine Welt hinterlassen, die lebenswert ist. Warum hast du dich persönlich für ein Passivhaus entschieden? Worin liegen hier die Vorteile für dich? Ja, warum Passivhaus? Weil die Behaglichkeit in so einem Haus einfach so viel besser ist durch die gedämmten Wände, eine zentrale Lüftungsanlage, die rund um die Uhr die Bewohner mit frischer Luft versorgt. Welche Maßnahmen habt ihr genau durchgeführt? Also wir haben das Haus eigentlich einmal auf den Kopf gestellt. Früher gab es hier Balkone an dem Haus, die wurden zur Hülle mit dazu genommen, da musste ein Stück abgesägt werden. Sinn dahinter ist sozusagen, dass man die Hülle wärmebrückenfrei hinbekommt und möglichst viele gerade Wände hat, die man einfach gut und ohne Vorsprünge dämmen kann. Dann wurden die Fenster ausgetauscht, durch 3-Scheibenverglasung ersetzt. Teilweise haben wir auch die Fensterausschnitte noch vergrößert, dass einfach mehr Licht und natürlich damit auch mehr Wärme in das Haus reinkommt in den Wintermonaten. Dann wurde das Dach abgedeckt und die Dachziegel konnten wir tatsächlich noch mal benutzen und haben das Dach ausgiebig zwischen den Sparren und auch auf den Sparren gedämmt. Natürlich eine Außenwanddämmung und ja, damit man einfach auch im Keller warme Füße hat, haben wir auch den Estrich rausgemacht und da auch mit so einem Schotter den Fußboden gedämmt, dass es einfach da auch behaglich ist. Was bedeutet für dich Klimaschutz? Das geht schon da los, ob ich morgens aufs Fahrrad steige oder mich ins Auto setze, wenn es regnet. Viele, viele kleine Maßnahmen können schon helfen, dass wir einfach was tun an der Stelle. Und ja, die ganz großen Rundumschläge, so wie es wir jetzt hier gemacht haben, soll Vorbild sein. Ja, einfach das Tun. Also das, finde ich, ist wichtig im Klimaschutz, dass man Dinge einfach in seinen Lebensgewohnheiten verändert und tut. Wie findest du die Klimaschutzoffensive des Rhein-Neckar-Kreises? Also sehr gut, weil sie uns motiviert, endlich ins Tun zu kommen. Bei vielen Menschen ist leider das Handeln noch nicht in den Alltag übergegangen. Und ich denke, an der Stelle setzt die Klimaschutzinitiative an. Und hier können wir den Leuten einfach nur Mut machen und zeigen, dass auch kleine Sachen helfen. Was wünschst du dir noch von der Klimaschutzoffensive? Ja, dass wir einfach noch mehr Leute begeistern, die an der Stelle einen Sinn sehen und ich denke vor allem in ihrem Alltag Sachen ändern. Wie unterstützt du die Klimaschutzoffensive? Also ich bin Klimaschutzmanagerin hier im Ort in Laudenbach und ich habe eine sehr aktive Klimaschutz AG, mit der wir viel in der Öffentlichkeit also unterwegs sind. Wir sind regelmäßig bei uns auf dem Wochenmarkt und informieren die Leute über verschiedene Projekte. Und jetzt gehört da halt auch die Klimaschutzinitiative dazu. Wir versuchen den Leuten zu erklären, was Hintergrund ist. Und ja, ich denke, so kann man die Leute irgendwie motivieren, auch Dinge zu tun, indem man persönliche Gespräche führt und die Leute einfach motiviert, Sachen zu tun. Ich mache es jetzt meiner Heimat zuliebe.